Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Blamieren oder Kassieren. Wir sind heute am Start mit der nächsten Episode und zwar der mit dem FC Augsburg. Heute also ja mit den Männern aus Südbayern und da wollen wir heute mal einen genaueren Blick drauf werfen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich tierisch über freuen. Das ist die großartigste Unterstützung, die es überhaupt gibt. Für euch nur ein kleiner Klick. Für mich bedeutet es wirklich viel. Weitere Unterstützung möglich über Instagram und alles mögliche in der Videobeschreibung. Wir gucken uns das Team an. Im Tor Marvin Hitzdavor, Ragnar Klavan, Gölevö oder irgendwie wie ausgesprochen wird und Paul Verhaag zusammen mit Staphylidis. Davor dann ja der Kollege Markus Feulner mit Daniel Bayer und Piotr Drochowski auf der 10. Halil, Altintop, Hamid Altintop und davor dann noch Raul Bobadilla, der paraguayische Bomber und der Neuzugang, der gekommen ist von Real Sociedad, San Sebastian, Alfred Finnbogason, der Isländer. Auf der Bank haben wir ja jetzt gerade sitzen den Kollegen Yatschul Ku, Opare und Kajubi. Wir gehen rein ins Turnier und schauen mal den ersten Gegner an. Und der hat folgendes Team im Tor: Fraser Foster. Davor dann Smalling, Touré, Glenn Johnson und Flanagan, Leroy Furr zusammen mit Allen, mit Lennon, Okazaki, Son und ich glaube, es ist Tom Cleverley. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, das meiste Non-Ready-Defensive selten. Und wir schauen mal, wie es losgeht. Über dann Daniel Bayer, die Flanke in die Mitte und da steht Finnbogason und macht das 1:0. Kopfballtreffer, 55.000 Euro gehen in den Pott, der sowieso schon mit 700.000 Euro gefüllt ist, aufgrund dessen, dass ja Augsburg auch einen relativ niedrigen Marktwert hat in der Gesamtsituation. Was überraschend ist, wenn man bedenkt, dass die Euroleague spielen. Klasse Kopfball, wir sehen die Wiederholung, aber das wird sich in Zukunft ein bisschen legen. Finnbogason mit der nächsten Chance einfach mal abgezogen und der Keeper sieht da ganz, ganz schwach aus und irgendwie kommt man nochmal zur Chance, aber Altintop kommt da nicht mehr richtig ran und dementsprechend weiterhin 1:0. Die Chancen häuften sich trotzdem. Finnbogason in den Rückraum gelegt. Keiner kommt wirklich ran, aber da steht dann Daniel Bayer. Zieht drauf! Und eine gute Parade von Fraser Foster. Dann sind wir in der 25. Minute und jetzt, liebe Freunde, geht es richtig los. Piotr Trochowski, 20 Meter mit dem Freistoßtor zum 2:0. Sehen wir als Longshot, weil es 20 Meter waren. Und das gibt dementsprechend 75.000 in den Pott. Richtig schönes Ding. Jetzt gibt es keine Wiederholung mehr, denn es kommt direkt das nächste Tor durch Shinji Okazaki. Dummer Fehler von mir und Marvin Hitz und der Japaner nutzt den Eiskalt aus. Zum Anschlusstreffer wird jetzt vielleicht nochmal eng. Kommt der Gegner jetzt langsam mal nach vorne? Nein, das kann ich euch schon mal beantworten, denn wir hatten jetzt richtig Spaß gefunden. Wunderbares Zusammenspiel. Paul Verhaag, der Kapitän, der Rechtsverteidiger, der Elfmeterschütze mit dem 3:1. Schöner Treffer, 40 Minuten durch. Dann dieser, ja, komplett umstrittige Elfmeter. Also nicht unstrittig, sondern umstrittene Elfmeter, weil ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht haben soll. Kolo Touré ist der Schütze, der Ivora, der Bruder vom guten Touré und der macht den rein zum 2:3. Wieder der Anschlusstreffer, kommt dann diesmal zurück und wieder kann ich sagen, nein, nicht wirklich. Wir gehen in Halbzeit 2 und da geht es gleich richtig gut los. Der Ball auf Raul Bobadilla. Fraser Foster kommt raus und das lässt sich der Paraguayer natürlich nicht nehmen. Wunderbarer Lupfer, wieder Longshot. 75.000 zum 4:2 nach 54 Minuten. Und jetzt, ja, war die Party im Gange. 35 Meter Torentfernung. Freistoß durch Piotr Trochowski natürlich. Hat gerade schon eins gemacht und macht das diesmal auch. Er macht es diesmal auch. Das 5:2 Special-Tor, 35 Meter und noch Freistoß. Da kann man schon mal 85.000 für geben. Klasse Ding. Und jetzt ging es weiter. Der Gegner brach ein bisschen in sich zusammen. Ragnar Klavan da am Ball. Unser estnischer Innenverteidiger. Der Ball auf Altintop. Der weiter auf Daniel Bayer. Nächstes Tor, 6:2. Wir sind gerade mal 16 Minuten drin und 6 Tore bereits erzielt. Also über 4 Tore haben wir auch schon mal den Bonus dabei. Und jetzt wollen wir natürlich den Ragequit provozieren mit Piotr Trochowski. Ist bald für sie. Das zeigt da hier der Longshot. 75.000 und das 7:2 nach 73 gespielten Minuten. Einfach nur klasse, wie er diesen Treffer macht und es ging weiter über die rechte Seite. Alfred Finnbogason mit der Flanke in die Mitte. Klasse gemacht. Bobadilla legt ab. Da ist Daniel Bayer, macht sein nächstes Tor. 8:2, 87. Minute und das war der Zeitpunkt des Rage Quits. Das heißt auch dafür nochmal 25.000 für die 4 plus Tore. Sieht richtig gut aus. Zweites Spiel gegen diesen Gegner. Das sieht nicht so gut aus. Chiellini, Marchisio, Lichtsteiner, Thibaut Courtois, Kompany, Clichy, Touré, Vidal, Ribéry, Douglas Costa und Robert Lewandowski. Das ist ein richtig starker Gegner und der hat auch die richtig erste starke Chance. Aber Marvin Hitz mit einer wunderbaren Parade verhindert hier das 1:0 durch Lewandowski. Es ging dann gut weiter auf der anderen Seite. Wir kamen ein bisschen besser in die Partie. Die Augsburger. Hier der Ball auf Altintop mit dem Schlussversuch, aber natürlich eine klasse Parade von Courtois, der ist nicht so einfach zu überwinden. Altintop mit der nächsten Gelegenheit, der Ball raus auf Bobadilla, der in die Mitte, Markus Feulner kommt da irgendwie ran und macht das 1:0 mit dem schwachen linken Fuß. Wunderbarer Treffer und in der 14. Minute steht es 1:0 für den FCA. Klasse Tor, gar keine Frage, versucht nachzulegen. Trochowski mit dem Versuch, aber der gehalten von Courtois und jetzt kam irgendwann ein bisschen der Gegner ins Spiel. Wir versuchten trotzdem weiter zu drücken, weiter das 2:0 zu erzielen. Finnbogason frei vor Courtois, Weltklasse-Parade, da zeigt er alles, was er kann und hält diesen Ball irgendwie noch aus dem Kasten raus. Dann Franck Ribéry geht in den 16er, wird nicht richtig angegriffen, nicht wirklich bedrängt. Finessi mit links
und der in die lange Ecke. Richtig bitter, den hätte Hitz vielleicht auch halten können, aber so, das 1:1 nach 36 Minuten und jetzt war der Gegner natürlich da, hatte Blut geleckt und wusste, wie es geht. Douglas Costa auf der anderen Seite wieder in die Mitte gezogen, das kann man irgendwie nicht so wirklich verteidigen und der Brasilianer macht das 2:1. 43 Minuten durch, Spiel gedreht von unserem Gegner, ganz, ganz bitter für uns, aber wir wollten natürlich trotzdem zurückkommen. Wir wollen nicht jetzt schon ausscheiden und die zweite Chance benutzen müssen. Der Ball auf außen auf Markus Vollner, der mit der Flanke Raúl Bobadilla, schöner druckvoller Kopfball, aber noch gehalten von Courtois. Trotzdem wurde es immer besser, der Ball hier, ja, versucht auf Bayer zu spielen, aber kommt nochmal zurück, Altintop, und das ist Bayer, und das ist der Ball auf Markus Vollner, 2:2, 53. Minute, Doppelpack von uns, unserem Mittelfeldspieler, eventuell der torungefährlichste in unserer Offensive, aber er macht hier direkt die zweite Bude in dieser Partie. Wir versuchen weiter nach vorne zu kommen, allerdings nicht so wirklich erfolgreich, dann Trochowski nochmal mit dem Ball nach vorne, aber das Ganze abgeblockt, und der Versuch von, natürlich, Vollner, aber diesmal ist Courtois da und hält diesen Ball. Hitz macht das Ganze auf der anderen Seite dann spannend, indem er hier unter dem Ball hindurchspringt. Ganz, ganz schlechte Aktion, aber zum Glück gerade nochmal so geklärt von Stafilidis. Aber der Gegner gab sie natürlich nicht auf Douglas Costa. Geht in den 16er, macht was er will mit seinen Dribbling-Skills und haut den Ball zum Glück am Tor vorbei. Und dann in der 80. Minute dieser dumme Fehlpass, der Ball in die Spitze, da ist Franck Ribéry direkt genommen und zum Glück am Tor vorbei, aber es war halt noch nicht vorbei, denn jetzt erhöhte der Gegner den Druck und er kam zu besseren Chancen. Lewandowski, das Ganze ja ein bisschen blöd verteidigt und dann der Ball durch die Mitte durch und da kommt noch einer von uns ran, aber er kann Lewandowski nicht am Abschluss hindern. Das 2:3, 84. Ganz, ganz bittere Pille, wir müssen irgendwie zurückkommen, aber das Ganze natürlich schwierig, denn der Gegner hatte jetzt natürlich die Druckphase und wusste, wie er es verteidigt. Nächste Freistoßchance, Ribéry am Tor vorbei, das wäre der Knockout-Punch gewesen nach 86 Minuten. Letzte Aktion der Augsburger in der Partie. Komm Leute, nochmal nach vorne gehen, nochmal die Chance suchen. Bobadilla mit der Flanke, Trochowski kommt ran, aber legt ja zu ungenau ab. Keiner kommt mehr wirklich ran. Und das war dann mit diesem Kopfball von Touré die letzte Aktion der Partie. Wir verlieren also und sind raus. Viertelfinale ist natürlich bitter für uns. Die Ergebnisse sehen wir hier. 100.000 aus dem zweiten Spiel für die zwei Tore von Vollner davor. 1,56 Millionen 560.000 haben die Tore zusammengebracht. Die 1 Million gab es ja fürs Weiterkommen. Insgesamt mit den 700.000 Bonus sind das 2,36 Millionen. Das ist ein ordentliches Ergebnis, aber es geht natürlich noch besser. Wollt ihr den zweiten Versuch oder wollt ihr nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt. Lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr Augsburg-Fan seid, beziehungsweise wollt, dass Augsburg den Zuschauerbonus am Ende dieser Serie bekommt. Ich bin gespannt, wie viele Likes wir für Augsburg zusammenkriegen. Für mich natürlich trotzdem auch so oder so eine großartige Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Schöne Ostern wünsche ich euch übrigens noch. Und ciao.